Oberkörper hat. Ja, es kommt ja noch. Den. Es gibt einen. Es sind so lauter kleine Würmer. Ich will dich nicht spoilern. Find ihn selbst raus. Er ist einfacher als erwartet, schaut aber mega krass aus. Und als Tipp, nimm den Speer. Aber auch erst dann. Ich will dich nicht spoilern. Außer du kennst ihn schon. Von irgendeinem Video oder sowas. Aber der ist geil. Der ist wirklich cool. So, gut, dass wir jetzt Käse gebaut haben. Und dass wir 400 Mehl auf Lager haben. Brot, Fisch. Bären haben wir nicht so viele, aber Fisch 700, 800 Brot. Das Wetter kommt gerade gelegen. Oder nicht ungelegen, sagen wir es so. Deswegen hoffen wir einfach darauf, dass wir es mit dem Käse gerettet haben. Oder dass wir es retten konnten und das Wetter gut überstehen. Das wäre eher die passende Sache. Wir machen immer noch so knapp 60 Gold minus. Das muss gut überstehen. Und dass der Käse uns die Zeit... Es ist nicht viel Käse, aber es ist etwas Käse. Und ich werde ja weiter fokussiert auf Käse bleiben. Noch deutlich. Bären werden komplett wegfallen. Die gehen auf Null runter. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben ein paar speichern können. Aber die gehen komplett auf Null runter. Der Speer benutze ich immer. Zumindest solange ich das Katana nicht habe. Du meinst den Wurmmutanten, die sich transformieren können. Genau, die Würmer, die sich zusammensetzen. Wenn du mit dem Speer draufhaust auf die Würmer, kriegst du mit einem Hit weg. Die sind genauso schwach wie die Babys. Aber... wirklich, die können, also wenn der zusammengesetzt ist und richtig drauf haut, dann macht er dir einige Mutantenrüstungen sogar down. Einfach mal ein paar Kühe. Ja, okay, da haben wir keine Menschen für. Ziehen wir uns das mal darüber. Aber halt auch nur, wenn der trifft. Der ist aber ziemlich langsam, du kannst ihm ausweichen. So, wir haben sehr viel Mehl. Wir haben alles ziemlich viel gerade. Ich hoffe, das ist schlechte Wetter. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das schlechte Wetter kommt. Ich möchte gar nichts eigentlich gerade einlagern und nicht verkaufen, weil dann fängt das Problem jetzt schon an eigentlich, sobald ich eine Nahrungsquelle wegnehme. Käse ist auf jedem Marktplatz verteilt. Das heißt, rein theoretisch sollten wir... wenn es gut läuft, Fisch, Käse und Brot übrig haben. Fisch wird gesteigert. Wenn es gut läuft. Wenn es kacke läuft, haben wir ein Problem. Wir haben jetzt von einer schlechten Wetterfront. Ich kenne bisher den nur aus den Videos. Der macht Spaß, aber der ist so... Fuck, was geht ab? Und dann überall die kleinen glitschigen Viecher. Die halt wirklich so glitschig und klebrig anhören, so. Der ist auch fertig, der Käse. Den packe ich mal so ein bisschen her. Den räumen wir mal da ein bisschen hin. Bei Milch haben wir Überproduktion, was sogar gut ist. Das Einzige, was nicht abhängig davon ist, von dem Winter, ist halt tatsächlich, dass... Fische kriegen wir mehr. Alter, ich hoffe, wir schaffen den Winter. Unser Gold ist momentan übrigens stabil. Sehr stabil. Muss ich tatsächlich sagen. Wir kriegen nicht Plus, aber auch nicht Minus. Großartig. Es schwankt nur so ein bisschen hoch und runter. Bleibt aber ziemlich linear stabil. Es heißt jetzt aber auch nicht, dass wir gleich hier irgendwo Pause machen sollten. Und den Fokus auf irgendwas, auf Nahrung momentan noch loslassen sollten. Der bleibt erstmal noch. Der bleibt deutlich. Weil gleich kommt, auch die werde ich weiterhin rausschicken. Sobald die mal alle wieder einigermaßen safe sind. Wir könnten eine einfache Mission machen. Isabella, Agnes, Carla. Jo. Die einfache Mission steigert sich ja eh. Isabella,
Agnes, Carla, William, 650. William, 650. Die schicken wir schon mal raus. Die restlichen lassen wir mal noch. Ich glaube, da können wir eh nicht mehr so viel machen. Soldaten gruppieren sich. Gleich gehen sie dann los. Wird ja zum Schluss auch immer. Du kriegst leicht, mittel oder leicht, schwer, schwer. Nur. Oder leicht, mittel, schwer? Leicht, mittel, schwer. Dann schwer, schwer, extrem schwer. Das Game ist quasi wie Cities Skylines. Für Fortgeschrittene. Eher wie Banished. Das hier. Cities Skylines will ich auch mal eigentlich wieder zocken. Ich habe mir ein neues DLC gekauft. Ich habe das für mich schon mal gezockt. Mit den. So ein bisschen. Keine Ahnung, 60 Stunden. Bisschen. Da habe ich ja tatsächlich direkt die Industriegebiete und alles ausprobiert und ein bisschen rumgespielt damit. Die machen es schwer, weil sehr viel Straßentransport dazu kommt. Und gerade in City Skylines ist es mit Straßentransport eh so eine Sache. Aber es ist cool, weil du kannst ein Waldgebiet, ein Erzgebiet, Bauerngebiet, wo du wirklich selbst sagen musst, dass die Gebiete aufbauen musst dadurch. Die normalen Industriegebiete fallen so gut wie dadurch weg. Aber du hast sozusagen ein städtisches Industriegebiet, was du selbst verwaltest und selbst dich drum kümmerst und allem drum und dran. Und das macht sehr gut. Mein Lord! Banished fand ich allerdings extrem schwer. Tatsächlich finde ich das schwerer als Banished. Banished hatte ich nie Probleme gehabt. Haben wir auch immer extrem gut alles gehabt. So, schlechtes Wetter. Mein Lord, die vorhergesehenen. Fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genug Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Erträge von Beeren, Weizen und Trauben um 50% reduziert. Erträge von Fisch um 20% erhöht. Das heißt, uns fehlen 50, 50 und 20. Das heißt, wir haben eigentlich minus 100, minus 80% Nahrung. Minus 80% Nahrung ist das, was wir haben jetzt. Tatsächlich, aber wir haben 500 Mehl, 700 Brot, 800 Fisch, 300 Beeren. Die Beeren werden uns ausgehen, der Fisch nicht. Das Brot könnte gerade so reichen, vor allem wenn ich bedenke, dass wir noch davon viel haben. Und der Käse ist eh unabhängig davon. Aber ich glaube, der wird sehr stark dann verkauft werden. Ich liebe Verkehrsmanager, das ist Skylines. Ich empfehle nur den Verkehr-Mod, damit die KI sinnvoller wird. Nein, aber den Verkehrsmod. Ja. Wobei es aber auch so relativ gut funktioniert mit City Skylines. Wenn du mal rechnest. Ach ja, ich habe City Skylines auf 5 FPS runtergekriegt. Ich hatte eine Mod. Ab irgendeinem gewissen Punkt hast du ja das, dass die Leute kaum noch. Wir könnten hier. Rein theoretisch bräuchten wir 3 Stück. Damit wir unsere Zeug wieder freischalten. Ein paar. Mehr nicht, bitte. Rein theoretisch läuft der City Skylines für die ganze Bewegung, die ist unglaublich stabil. Oder halt ziemlich flüssig und allem drum und dran. Aber irgendwann hast du ja den Punkt, dass kaum noch Leute in deine Stadt wollen. Kaum noch Menschen in die Stadt. Da habe ich halt eine Mod aktiviert, die mir das nach oben hält. Und ich dadurch dann halt selbst schauen muss, wie das der Ausgleich so ein bisschen ist. So zur Arbeitslosigkeit, zu Arbeitsplätzen. Und dann kommen halt immer Menschen in die Stadt und in die Stadt und in die Stadt. Und irgendwann hatte ich dann 1,4 Millionen oder sowas. Und dafür sehr wenig Stau. 1,4 Millionen Menschen hatte ich in meiner Stadt. Davon eine Arbeitslosigkeit von 2%. Und aber halt nur noch 5 FPS. Das ist so ähnlich wie ein Factorio, wenn dann plötzlich 500 Arbeitsdrohnen losfliegen. Ja, immer noch extrem. Oder Logistikdrohnen. Falls Sven da ist. Hey Sven.
Ich hab nicht übertrieben. Würde ich nie tun. Nur weil ich einen Terawatt Strom gebraucht habe. Gut, Factorio war mittlerweile auf so auf dem Punkt, dass bei mir, wenn ich auf dem Server joinen wollte, was auf dem Server lief hinter mir, dass das hohle auf runter ging. Also nur durch die Logistikdrohnen, die rumfliegen. Ohne dass irgendwas gebaut ist. Ich konnte nicht mehr auf den Server joinen. Es war nicht mehr möglich. Da war dann für mich das Factorio erstmal zu Ende. Hey, ich habe pro Minute 10 Raketen ins Weltall geschossen. So übertrieben ist das jetzt nicht. Muss ja irgendwo herkommen, das Zeug. Man will ja auch ein bisschen was machen. So, Nahrungsmittel, wenn wir kurz beobachten. Bären haben wir jetzt schon 100 weniger. Fisch haben wir 900, das ist klar, das wird uns bleiben. Käse ist 300. Brot 700. Das schaut noch sehr stabil aus, aber wir haben auch immer noch was auf Lager. Gold geht runter. Etwas. Aber nicht viel. Wir haben aber 1000 Ausgaben an Gold und handels bringen wir sehr viel. So, wir hoffen einfach mal sehr stark darauf, dass wir... Wohnhäuser werden noch fertiggestellt. Was ist mit Bananen, Kiwis? Danach verlangen die Menschen. Die verlangen gerade überhaupt, oder wir verlangen gerade, Luna, wir haben von einem Winter zum anderen Winter gebraucht, um das Dorf wieder hinzubekommen. Wir waren in der Todesspirale. Ich habe jetzt auch rausgefunden, wie die Todesspirale funktioniert bei so einem Winter. Du hast, deine Nahrungsmittel gehen runter, dadurch verkaufst du weniger. Dadurch geht dein Gold runter. Wenn dein Gold unten ist, kannst du die Leute nicht mehr bezahlen und die arbeiten nicht mehr. Unsere Rettung dieses Mal ist, die was hatten wir leider im anderen Dorf nicht gehabt, unsere Armee. Die hat uns immer schön mit Gold versorgt. Und jetzt geht zum Beispiel auch gerade wieder unser Gold runter. Es geht gerade auch wieder ordentlich runter. Unsere Armee. Okay, wir nehmen alle mit, bis auf 600 Ding. Ein Krieg wäre die Rettung. Nee, ja gut, du schickst immer. Wir nehmen alle mit auf die 650. Nehmen die schwere Mission. Yo. So, bis auf die 600 irgendwas. Hä? 654. Ach, du bist hier oben. Okay. Du bist, ich habe dich da oben mitgeschickt. So, wir nehmen alle mit, weil das eine schwere Mission ist und danach geht's auf extrem schwer. Go! Wir brauchen Gold, Jungs. Das klingt ja super. Unsere Soldaten sind aufgebrochen. So, damit wir weiter Gold kriegen, weil wir minus Gold haben. Was ich aber trotzdem irgendwie nicht verstehe. Warum haben wir jetzt schon wieder minus Gold? Ich habe doch Leute aufgerüstet, damit die mehr kaufen. Unsere Bären sind gleich down übrigens. Die sind gleich auf null. Brot haben wir noch. Käse kriegen wir drauf. Tatsächlich kriegen wir echt Käse drauf. Und die ist noch nicht mal so ausgebaut, wie ich es eigentlich haben wollte. Brot sollte noch nicht so in den Keller gehen, weil wir sehr viel Mehl haben. Da brauchen wir tatsächlich vielleicht noch ein paar Bäcker. Windmühle nicht mal, weil das Weizen wird sehr gut umgearbeitet. Aber vielleicht noch ein, zwei Bäcker dann. Da ist ein Steuerbüro und hier ist eins. Also die müssten... Wir könnten vielleicht hier oben dann auch nochmal ein kleines Steuerbüro reinsetzen hier. Also so wie hier. Ist ja eigentlich ein Herrenhaus. Aber ich glaube... Arbeitet da überhaupt jemand? Ja, ein Steuereintreiber.
Alter, das Haus nebendran hat seit 500 Tagen keine Steuern bezahlt. Was ist denn das für ein Steuereintreiber? Kann man das Spiel eigentlich auch passiv spielen, also ohne Krieg? Ja, aber kann man, denke ich schon, ja. Hatten wir anfangs auch. Nur du musst sehr auf die Todesspirale achten. Da muss ich sagen, habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt. Also die erste, wir haben es schon ohne Krieg gespielt. Und tatsächlich hat uns da die Todesspirale das Genick gebrochen. Weil hier, wenn man es jetzt sieht, das rettet uns gerade 1300 Gold, 31 Brot, Eisen, Steinböcke, Werkzeuge. Das rettet uns doch sehr immer wieder den Arsch. Und ich denke, zwei Bäcker sind nicht genug, um das Mehl noch ein bisschen runterzukriegen, weil wir haben halt übelst fokussiert jetzt da drauf. Deswegen nenne ich Brauerei. Bier haben wir noch gar nicht. Bäcker hier. Liebe Speyer, denkt auch nur ans Bier. So, nochmal ein Bäcker. So, du kannst es dir so einigermaßen vorstellen, wie ein deutlich weiter. Wie Banished, nur Schwierigkeitsgrad ein Tick mehr. Und. Komm, wo ist denn der Bäcker hier? Noch ein bisschen komplexer schon. Und das ist der Alpha. Ich will nicht wissen, was da noch alles für Möglichkeiten ist. Und dann machen wir hier mal wieder einen Brunnen hin, weil die ja Wasser brauchen. So. Du musst denen halt auch Wohngebiete zuweisen, wo die dann bauen können. Deine Menschen haben Bedürfnisse, die gedeckt werden wollen. Jo, behaltet. Ab jetzt kriegen wir Waffen nämlich. Nur bei extrem schweren Sachen kriegst du Waffen. Ein Gesandter bittet uns um Hilfe. Hallo Gesandter. Ich würde gerne. Also 5 Brot, die können wir tatsächlich entbehren. Die tun uns nicht weh. 5 Brot für 200 Gold ist halt schon tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. So ein Angebot hast du nirgends. Käse ist. Ich fand besser, schon ein bisschen übel. Aber auch so geil. Bis auf die Grafik. Banished hat doch sehr gute Grafik. Du musst mal rechnen, wie alt Banished mittlerweile schon ist. Warte mal. Wir machen mal Steam auf. Ich habe ja Banished da. Wie alt ist Banished? Aber Shop-Seite. Das steht doch bestimmt da, das Release irgendwo. 2014. Also es ist halt auch schon jetzt 6 Jahre alt. 2014 war die Grafik halt für Banished schon sehr, 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 sehr gut. Auch, aber ich muss sagen, ich mag den Grafikstil. Ich bin gar nicht so, eine Grafikhure. Ich mag das, den Grafikstil hier jetzt auch. Für das Alter, ja. Wenn ich mir jetzt die anschaue. Die schauen ja so, also vom Stil her, wie die so ein bisschen ausgucken. Würde ich fast sagen, wie so ein bisschen Siedlermäßig. So ein bisschen. Die Siedler, technisch. Die schauen alle auch ein bisschen unterschiedlich aus. Und was halt auch cool ist, du siehst halt einfach, wie nah du rangehen kannst und allem und es immer noch sehr schön ausschaut. Also, ist schon schön das Spiel. Musst auch rechnen, The Forest ist auch mittlerweile uralt. Da können wir ja nochmal kurz gucken. Warum ist Steam jetzt weg? Ja, okay, Steam ist gerade zu. Ich schon. The Forest ist halt auch mittlerweile, muss man tatsächlich sagen, sehr, 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 sehr alt. Schaut immer noch grafiktechnisch sehr gut dafür aus. Wir machen, wenn ich gleich die anderthalb Stunden Aufnahme fertig voll habe, einmal machen wir das hier. Ein bisschen. Nicht wieder übertreiben. Mal so 100 Bürgerliche vielleicht. Der Comic-Look-Grafik ist zeitlos und mega cool, ja. Mache ich mir mal ein Käffchen wieder. Denn mein Käffchen ist leer und weil ich doch sehr viel rede in solchen Spielen, brauche ich ein bisschen mehr zum Trinken. Als in einem Spiel, wo sehr actionreich ist und man selbst wenig redet oder man sich sehr viel konzentrieren muss.
Ach ja, Luna, falls du noch da bist, Stone Shard hat ein Update gekriegt. Grafiktechnisch ein bisschen upgegradet. Ein paar Fixes, ein Balance-Teil, aber für März soll Content wieder zukommen. Also werden wir es im März definitiv nochmal Angriff spielen. Da kommt dann eine komplette Questreihe dazu. Ist für März angekündigt. Auch hier Stone Shard. Grafiktechnisch halt ein 2D-Pixel-Spiel. Unglaublich schön. Schwierigkeitsgrad. Richtig fordernd. Und weiß nicht. Erst wie ich das Spiel so gesehen habe, ja, okay, ganz cool. Ich bin ja einer, bevor ich streame. Ich war immer noch bei dem ersten. Mit dem Charakter wählen. Grafiktechnisch. Du meinst im Prolog? Was wäre hier stehen? Ich mache mir dann einen Kaffee gleich. Kann aber leid stellen. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Achso. Ich bin ja einer, ich spiele ja die Spiele immer erstmal ein bisschen an für den Stream, um zu schauen, wie es so ist. Das hier habe ich ein bisschen angespielt, Stone Shard. Spiele ich maximal immer so eine. Steht auf meiner Wunschliste. Steht auf deiner Wunschliste? Mensch. Hey, ich habe letztens. Hey, danke, Sukita. Danke, 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 danke. Hey, lang nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Oh, ich hoffe, du kommst auch mit. Hast du Pech gehabt? Ich habe letztens. Ja, alles gut. Hey, ja, auch alles bestens. Ich habe letztens mitten in der Nacht Langeweile gehabt und habe von jedem meiner Steam-Freunde. Danke, Mützi. Danke für den Follow. Von jedem meiner Steam-Freunde die komplette Wunschliste leer gemacht. Komplett. Sowas passiert bei mir aus Langeweile. Und Luna habe ich Stone Shard geschenkt. Letztens auch so. Weil die bei jedem Stream dabei war und dann habe ich mir gedacht, komm, mach sie einfach mal. Und warum ist meine noch so voll? Weil ich dich nicht in Steam habe. Das waren, was habe ich denn da ausgegeben? 150, 160 Euro, irgend sowas? Das mache ich tatsächlich ab und an mal, muss ich tatsächlich sagen. Wenn ich mehr. Ich habe jetzt Weihnachtsgeld gehabt. Hab einen vollen Lohn Weihnachtsgeld gekriegt. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, wir machen einfach mal allen Leuten eine kleine Freude und machen denn die Wunschliste leer. Bis auf zwei Leute haben. War überall mindestens ein Spiel so ein bisschen an der Wunschliste gestanden und habe die einfach komplett den Menschen leer gemacht. So was kleines Weihnachtsgeschenk, so ein kleines Geschenk. Dann bleibe ich mal von deiner Liste. Ich finde, da freuen sich halt mit so einer Kleinigkeit, das tut mir persönlich nicht weh. Aber zwei Sachen, ja. Die tun mir nicht weh. Also, die 10 Euro, 20 Euro, was so ein Spiel kostet. Noch auf sie befreundet. Noch 14 Spiele auf meiner Liste. Das sind wir. Muss ich diesmal nachholen. Finde ich, kann man da eine kleine Freude schon immer wegmachen. Du hast den alten Werbebanner. Magst du den neuen auf meiner Webseite runterladen? Wäre echt lieb. Schicke ich dir dann PN. Ja, kann ich machen, kann ich machen. Jo, machen wir. Ändere ich dann. Übrigens für die anderen, Sukita hat mir die ganzen Banner und alles gemacht. Und auch den, warte mal, wie kann man denn Smileys machen? Ich mache so selten Smileys. Ich drücke einfach hier drauf. Auch den kleinen Dodo. Den hat sie mir gemacht. Auch in verschiedenen Größen. Der ist eigentlich auch immer mit dem Stream dabei. Den habe ich hier zum Beispiel komplett vergessen. Mit einzurichten. Und zweitens, deine Sachen sind veraltet. Ich schick dir irgendwann. Das ist ja furchtbar. Ja, hey. Also ich bin ja grafiktechnisch sowieso. Ich krieg das Haus vom Nikolaus hin und ein Strichmännchen. So bin ich. Das sind auch Sachen zeichentechnisch. Ja. Ich kann sowas überhaupt nicht. Und für mich liegt zum Beispiel.
Es ist doch was. So habe ich gewiss auch angefangen. Ich kann's mit 4 irgendwann. Ja, ich kann grafiktechnisch oder zeichentechnisch und das ganze Zeug bin ich unglaublich scheiße. Aber was ich halt kann, ist handwerklich mal dafür. Aber jeder muss ja verschiedenes Zeug können, sonst wird es ja nur Künstler geben. Ich zeichne mein Bild auch selbst. Jetzt muss ich erstmal selbst gucken. Wo tut gerade was drauf anspricht? Jetzt muss ich mal auf meinen Kanal gehen. Ich glaube, da steht sogar noch mein altes Alter drin. Warum kann ich hier nicht muten? Mach mal jetzt, danke. Oh ja. Ich bin doch älter geworden. Ich will doch nur die Panels editieren, warum... Mouth Shoutcast, Future Ding. Mensch, ich bin doch einer, ich schmeiß einfach den Stream an. So, 28 sind wir. Ich schmeiß einfach den Stream an. Mehr mache ich gar nicht. Hm. Mein Dodo ist da unten auch. Ja, guck, wenn du meine Seite siehst, wirst du sehen, was ich meine mit veraltet. Ich bin nicht oft auf Twitch selbst unterwegs als Zuschauer, muss ich halt tatsächlich sagen. Ich gucke nie irgendwas in der Hinsicht, wenn, dann streame ich selbst. Deswegen glaube ich, könnte schon ein Stück sein, wo ich bei dir war. Meistens gucke ich einmal rum und schicke Sachen einfach nur schick die Sachen. Meistens gucke ich einmal rum und du mein Twitch Prime Abo jemanden geben. Meistens auch schaue ich immer so ein bisschen kleinere mit erwisch und nicht irgendwie welche, die schon 1000 Abos haben. Und dann bin ich da eigentlich kaum noch. Nicht nur kaum noch, gar nicht mehr. Weil ich nicht Zuschauer bin. Ich bin kein Zuschauer. Ich bin tatsächlich einfach. Bin überhaupt kein Zuschauer. Auch YouTube-technisch gibt es ganz wenig, was ich nur schaue. Also das ist Alex Steele. Das ist ein Schmied, der macht unglaublich geile Sachen und unglaublich viele coole Sachen auch. Und diese Videos sind sehr gut bearbeitet. Wen gucke ich noch? Jetzt muss ich mal in meine Abo-Liste gucken. JP. Newstime, Techtastisch. Viva la Dirty League, Backyard Scientist. Das war meine Abo-Liste. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, ich habe da vielleicht nur ein oder zwei mehr, aber nee. Das war's schon. Tatsächlich. Goldtechnisch sind wir gleich Max, übrigens. Wir überstehen endlich den Winter gut. Wir haben zwar kaum noch Bären. Okay, das ist nicht schlimm. Dafür haben wir Käse, Brot. Und Fisch, wir überstehen endlich den Wind. Das sind ja weniger. Also ich gucke auf Videos, ja. Richtig, ich höre da mal Musik. Wir überstehen den Winter. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ich habe da bei dem einen Bäcker gerade vergessen, einen einzustellen. Ich habe da nur einen reingeschmissen. Welcher war denn das? Hier, erwischt. Mehl wird auch nicht weniger, wo wir Winter haben. Also sollten wir tatsächlich vielleicht nochmal... Wir überstehen endlich den Winter gut. Nochmal, vielleicht nochmal zwei Bäcker? Ja, musiktechnisch halt auch viel. Aber sonst, aber da gebe ich halt einfach immer das ein. Wir haben uns echt geschafft zu retten. So, was heißt es, dass wir uns geschafft haben zu retten? Ich will noch 5 Bürgerliche haben. So, dann haben wir 100 Bürgerliche. Wir haben ziemlich viele Neuankömmlinge. Da geben wir denen jetzt die Chance, in die Stadt einzuziehen. Und zwar gehen wir auf 150 Leibeigene. Die brauchen ja nur ein Haus und nichts. Von den Bedürfnissen ändert sich nichts, außer dass sie halt die Kirche dazu haben wollen. Unsere Bauarbeiter werden das hoffentlich ganz ziemlich gut durchmachen. Vielleicht sollten wir tatsächlich hier nochmal einen Bauarbeiter. Du bist ein Bäcker, du bist Milchbauer, du bist arbeitslos. Du wirst nochmal ein Baumeister. Du wirst nochmal ein Baumeister.